50 Millionen Dollar Gage soll Dwayne Johnson für diesen Film bekommen haben. Und dann soll angeblich noch sein unprofessionelles Verhalten am Filmset, denn er soll teilweise bis zu 8 Stunden zu spät an Drehtagen erschienen sein, was wiederum dafür sorgte, dass Drehs länger wurden, es Nachdrehs geben musste und dass auch die Post-Production teurer macht, hat angeblich das Gesamtbudget von diesem Film auf 250 Millionen Dollar gepumpt. Wäre da nicht Amazon im Hintergrund als das Studio mit MGM, das letztendlich Geldgeber ist für diesen Film, wäre der Aufschrei sicherlich noch mal deutlich größer und öffentlicher gewesen. Stattdessen erhofft man sich bei Amazon eher den Auftakt eines Franchises mit Red One Alarmstufe Weihnachten. Bei uns ist der bereits vergangene Woche am 7. November in den deutschen Kinos gestartet, aber da war ich ja in einer kleinen Pause, weswegen ich den jetzt nachgeholt habe. In den USA startet er gerade erst dieses Wochenende rein, wahrscheinlich mit einem Einspielergebnis rund um die 30 Millionen Dollar, also alles andere als gut. Aber wie schon gesagt, Amazon ist die Kinoauswertung nicht so wirklich wichtig. 123 Minuten ist er lang. 12 Jahren freigegeben und irgendwas zwischen Action, Abenteuer, Fantasy, Familienfilm. Red One erzählt die Geschichte von Callum Drift, eben gespielt von Dwayne Johnson, und seit Jahrhunderten ist der Sicherheitschef des Weihnachtsmanns. Aber nun steht das letzte Weihnachtsfest an, denn für Callum ist es kaum noch ertragbar, wie negativ sich die Menschheit entwickelt hat, und er kann das Gute in diesen kaum noch sehen. Einst waren mal alle Kinder, aber inzwischen sieht er bloß noch die grumpyen, fiesen Erwachsenen dahinter, und deswegen möchte er gerne seinen Sicherheitsposten an den Nagel hängen. Aber nur wenige Stunden vor dem Fest der Liebe kommt es zur Entführung des muskulös bepackten Weihnachtsmannes, gespielt von J.K. Simmons, der im Grunde allen die Schuld stiehlt in der wenigen Screentime, die er dann ehrlicherweise hat. Und deswegen heißt es für Callum, sich zusammenzutun müssen, auch noch mit einem digitalen Meisterdieb, gespielt von Chris Evans, und dann in so einer Art Buddy-Action-Komödie zu versuchen, das Weihnachtsfest zu retten und die Frage im Raum stehen habend, ob wirklich jeder, der irgendwann mal etwas Schlechtes getan hat, und sei es auch nur kein Parkschein gezogen oder irgendwas anderes wie bei Rot über die Ampel gehen, für alle Ewigkeit dafür bestraft werden sollte. Ja, das ist ein bisschen die Idee von Red One, mit dem Deutschen der Zusatz Alarmstufe Weihnachten. Und ganz ehrlich, wenn man Dwayne Johnson und Chris Evans hört als Konstellation, da vibe bei mir jetzt schon mal überhaupt nicht das Gefühl von einem Ryan Gosling und Russell Crowe beispielsweise, wenn die beide eine Buddy-Action-Komödie auf die Beine stellen, sondern ich denke schon, ja, das sind so zwei Typen, die gerne im Rampenlicht stehen und auf attraktiv machen, die jetzt aber nicht dafür stehen, Charakter darstellen zu sein, besonders witzig zu sein oder eben so Momentum herauszuholen. Zugegebenermaßen, ein Dwayne Johnson kann, wenn er die richtigen Leute an der Seite hat, in einem Jumanji beispielsweise, mit einem Jack Black oder mit einer, ich will sagen Anne Hathaway, aber bin ich da richtig, ich glaube schon, dieser Dschungelnummer, Jungle Cruise, kann der auf jeden Fall davon partizipieren, wenn gute Akteure um ihn herum sind. Aber wenn die Kamera nur auf ihn gerichtet die ganze Zeit funktionieren soll und muss, dann ist das ziemlich lahm. Denn Dwayne Johnson packte hier das gleiche Grimm Gesicht die ganze Zeit raus. Und da hängt dann auch irgendwann Chris Evans im luftleeren Raum rum, wenn er versucht, mit irgendwelchen Pointen und Witzen irgendwas noch zu transportieren, was zwischen den beiden einfach nicht funktioniert. Und so ist Red One im Grunde nur ein Abarbeiten von Stationen und Stationen, die immer voller fantastischer Tierwesen oder Fabelwesen bepackt sind, um dann irgendwie letztendlich von der Ausgangssituation Weihnachtsmann ist verschwunden und wahrscheinlich Weihnachtsmann muss wieder zurück sein am Ende, 2 Stunden Film zu befüllen. Und das bei 250 Millionen Dollar Budget, muss ich ganz ehrlich sagen, die sieht man im Film nicht an. Die Effekte sehen meist nicht gut aus. Die Kamera wird viel zu oft, viel zu hektisch, wenn es in die Action-Parts reingeht, die nicht zu wenig dosiert sind innerhalb von Red One, und wird dann auch relativ unübersichtlich und verwaschen, der Look. Und die wirklich coolen Ideen, wie zum Beispiel der Krampus als ausgestoßenes Familienmitglied oder J.K. Simmons, der als Weihnachtsmann sofort eine ganz eigene Aura mit sich bringt, wo ich so denke, den finde ich gar nicht mal so uninteressant. Oder wenn wir beispielsweise noch Keenan Shipka haben, die Hexe Grilla spielt, offensichtlich Freude daran hat, ergeben sich so Nebengeschichten, die viel interessanter sind als die Hauptidee. Aber nein, die Kamera muss immer auf The Rock drauf, und das ist so eine Ego-Nummer, die am Ende bei Red One dazu führt, dass ich persönlich weniger Weihnachtsvibes bei Red One bekomme als bei Art dem Clown in Terrifier 3. Und das soll mal was heißen, weil der mordet sich durchs Weihnachtsfest auf fiese Art und Weise in Terrifier 3 und ist an der Kinokasse letztendlich auch erfolgreicher als Red One, hat nur ein, ja, ehrlicherweise 100stel Budget davon. Und das muss man sich mal geben. Red One hat bei mir, und das muss ich ihm lassen, sehr niedrige Erwartungen gerade so erfüllt.
Und wäre da nicht ein J.K. Simmons, wäre da nicht eine Kenan Shipka, wäre da nicht die Idee des Krampus, wo ich denke, das sind so ein paar Nebenschauplätze, wo zumindest einige Lust drauf haben und ich gerne wissen würde, wie der Krampus so seine Zeit verbringt, weil das sieht irgendwie nach einer Sadomaso tägliche grüßt das Murmeltier, ich hau allen auf die Fresse Party in einem gotischen Schloss aus, die aber irgendwie interessanter ist als alles andere rund von diesem Film. Wären da nicht diese kleinen Nebenideen links und rechts, dann wird es echt zäh, sich Red One anzuschauen. So ging es mir. Und Dwayne Johnsons Strahlkraft, die basiert im Grunde darauf, dass er immer so wechselweise in Franchises, in irgendwelchen Wrestling-Ringen und in irgendwelchen Product Placements von Marken, die er gerade so hochzieht, auftaucht und da versucht immer abzugrasen, was noch geht. Bei Warner ist er jetzt wieder in Deutschland zumindest gelandet, weil sie diesen Film rausbringen. Hat er erstmal bei DC es nicht gerissen, aber im MCU irgendwie auftaucht, ist so ein bisschen eine Gerüchteküche, die glaube ich nicht bestätigt ist. Bei Disney hat er dann natürlich mit seinem Vaiana-Franchise und mit seinem Jungle Cruise den Fuß in der Tür. Bei Sony hängt er mit Jumanji drin und bei Amazon jetzt bei Red One. Also überall irgendwo so die Idee und vielleicht auch bei Netflix noch irgendeine Sache zu reißen, immer diese großen Paychecks abzugreifen, aber eben nichts hinzubekommen, was substanziell was bringen würde. Und da bin ich mal gespannt, wie der War Machine Film dann unter A24-Führung wird mit ihm, ob das dann mal zeigt, dass er mehr kann. Weil ich sage immer wieder, zu Zeiten von Ballers, der Serie und auch weiter früher in seiner Karriere, hatte er mal Ambitionen, sich ernsthafter mit Schauspielerei auseinanderzusetzen, weil das hier ist immer das Gleiche. Und da auch eine Lucy Liu beispielsweise, die ja, glaube ich, Oscar-Nominierte ist, bekommt hier so langweilige Monologe zum Aufsagen, um als Chefin vom Sicherheitschef irgendwelche Fakten dahin zu packen, die Handlung aus sich nämlich heraus nicht ergeben kann. Wie man alleine plump Chris Evans in die Handlung hineinbaut, indem man sagt, es gibt da ein Schlupfloch, jemand hat die Koordinaten des Weihnachtsmannes ermittelt und genau den müssen wir herausfinden. Man die beiden dann zusammenwirft, um dann von irgendwelchen CGI zugebauten Schneemännern und Polarbären und was noch alles dazu kommt, gejagt zu werden oder bekämpft oder verteidigt zu werden, macht es dann halt irgendwann langweilig. Es ist zu viel von der gleichen Suppe in Red One drin und der Film sieht einfach nicht nach 250 Millionen Dollar aus. Er klingt auch nicht danach. Die Stimmung in der Musik will oft größer sein, als der Film es transportiert. Und am Ende, sage ich ganz ehrlich, für mich sind das. Und da ist schon eingebaut, dass ich bei Weihnachtsfilmen irgendwie, weil ich diese besinnliche Zeit mag und bei Weihnachtsfilmen gerne anderthalb Augen zudrücke und sage: Naja, es ist ja Weihnachten auch im Vordergrund. Kommt aber hier noch bei 4 von 10 möglichen Punkten raus als Abenteuer-Action-Komödie für die ganze Familie. 3 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Das ist wirklich nicht dolle. Wenn man sich überlegt, dass der Film, glaube ich, nachdem er abgedreht wurde, jetzt 2 Jahre fast nicht rauskam, was eben auch viel anscheinend mit dem Verhalten von Johnson zu tun hat, merkt man, es gibt da schon eine Diskrepanz zwischen dem, wie man sich manchmal in den Fokus rückt und zwischen dem, wie es dann anscheinend wirklich ist, mit ihm zu arbeiten. Red One ist zumindest ein Beispiel dafür, dass er sich schauspielerisch so gar keinen Zentimeter entwickelt hat. Das ist sehr viel Langeweile. Okay, dann bin ich am Ende dieser kurzen kleinen Review zu Red One, bereits seit dem 7. November in den deutschen Kinos. In Deutschland übrigens auch nicht von, ich glaube mal, nicht mal 100.000 oder gerade 100.000 Leuten zum Startwochenende angeschaut worden. Bei diesem Budget ein absoluter Witz natürlich. Und dann bin ich am Ende dieser Review und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.